herzliches Grüß Gott aus dem tief verschneiten St. Moritz. Es war ein Doppelrechts über eine leichte Welle. Heute ist Ihr Tag und Sie hat es verdient. Doppelparty im Haus Tirolberg hier in St. Moritz. Österreichs Medaillengewinner vom Sonntag. Steffi Venier und Max Franz haben sich hier praktisch zeitgleich feiern lassen. Und Steffi Venier hat hier besonderen Heimvorteil genossen und sich als echte Tirolerin gleich einmal als Sängerin versucht zu profilieren. War allerdings mit ihrer gesanglichen Performance nicht ganz zufrieden, wie sie uns erklärt hat. Weil du so schön bist, mein Tirolerland. Du bist das Land, dem ich die Wolle halte. Steffi, gerade beim Singen auf der Bühne bist du mir ein bisschen verhalten vorgekommen. Wie ist es denn um deine Gesangskünste bestellt? Bescheiden. Wie viele Gratulationen hast du denn heute schon entgegengenommen? Ja, extrem viele. Also das WhatsApp ist fast übergelaufen, aber meine wichtigsten Leute habe ich da. Wie die Schmiede damals Gold gemacht habe, ist mir eben kurzzeitig mal vorgekommen. Ich habe Gold gemacht, vor lauter Mitgefreut habe ich mich. Und dass es heute so schnell klappt bei mir, mit dem hatte ich selber nicht gerechnet. Ja. Max, am Nachmittag im Zielraum hast du noch gemeint, das ist alles ein bisschen viel von den Eindrücken her. Ist der Erfolg jetzt schon ein bisschen realer oder ist es noch immer Ausnahmezustand? Ja, also ich bin seitdem allweil unterwegs. Ich habe 10 Minuten gehabt im Quartier, wo ich mich halt schnell duschen habe können. Es ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl. Also es geht rund. Jetzt sind wir da mit Blends. Also, nein, ist richtig cool, dass mir das heute aufgegangen ist. Ich realisiere schon langsam, also ich habe es geschafft, mein Ziel, was ich erreichen wollte, eine Medaille mit heimnehmen. Es gibt ein lustiges Foto von dir gemeinsam mit Marcel Hirscher von heute. Was hat er zu dir gesagt? Ja, er hat mir eigentlich auch gleich mal angerufen und mir gratuliert und auch gesagt, die wird man heute wahrscheinlich schwer erwischen und alles. Und dann haben wir uns aber trotzdem noch kurz gesehen im Hotel und ja, alles. Hat mir eben gratuliert und ja, richtig schön, also war cool. Ja.